Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Here. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter unten eingeteilt. Ich nehme auch wieder mit Playclaw auf. Ich habe die Quali ein bisschen hochdrehen können bei der Cam. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch. Das habe ich auch schon bei Outlast 2 benutzt. Dementsprechend weiß ich, dass es jetzt etwas besser aussieht. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen runtergesetzt, halt Vorbereitung für andere Spiele oder so, dass man da doch mal in gescheiter Position ist, falls da oben noch irgendwas eingeblendet wird. Und ja, es gibt hier viel zu sammeln, wie ich inzwischen dann weiß, und wunderschöne Gemälde. Ich weiß gar nicht, ob das auch zählt, wenn ich mir das hier angucke. Wir müssen uns ja eine Stunde lang Gemälde angucken für ein Achievement. Das will ich aber auch haben. Und ja, viel zu sammeln. Es stand in den Kommentaren der letzten Folge drin. Also ich hoffe, ihr seid einverstanden. Ich bin jetzt so auch wieder ein bisschen kleiner. Falls das zu klein ist, sagt Bescheid. Dann mache ich das einen Tick größer bei der nächsten Aufnahmesession. Jedenfalls in den Kommentaren stand zum Beispiel auch drin, dass ich die vielleicht gar nicht übersehen habe, sondern dass das nicht chronologisch ist, sondern noch nachträglich kommt. Ja, formlose Träume. Klingt doch formlos schön. Auf diesem Flur waren wir schon mal. Ganz kurz. Und als ich dann wieder geladen hatte, waren wir hier nicht mehr. Das fand ich gemein. Und ich fühle mich gerade wieder tierisch geblendet von der kleinen Leuchte, die ich da benutze. Ah, da muss ich mir echt doch mal irgendwas anderes für Horror einfallen lassen. Oder einen besseren Webcam, ne? Wäre auch eine Überlegung. Halt, Moment mal. Scheiße. Ich hätte mich umsehen sollen. Yes! So. Ich mag solche Fahrstühle nicht. Keine Ahnung. Ich will in die andere Richtung, geht nicht. Oh Mann. Ich will hier gar nicht sein. Überlegen, ist das so korrekt? Das Problem ist, sie sehen mich jetzt halt auch selbst nicht mehr. Das habe ich also wirklich ein bisschen umgestellt alles. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es zu eurem Gusto ist. Dass es euch so gefällt. Wie gesagt, muss mal gucken. Vielleicht bin ich bei der nächsten Aufnahme einen kleinen Tick größer dann auch in der Ecke. Zu klein ist scheiße, zu groß ist scheiße. Da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Yes. Und dann wollen wir mal gucken, was unser armer Künstler hier so noch erwartet und ob er überhaupt so arm ist, wie man vielleicht erst denkt, oder ob da noch viel, viel mehr hinter steckt, das erfahren wir halt noch alles. Da auch nicht, verdammt. Zumindest habe ich es jetzt inzwischen endlich mal geschafft. What? Die ganzen Thumbnails, Beschreibung und alles, na super, nachzuarbeiten. Da ist wieder dieses Gemälde. Findet ihr nicht auch, dass der eine gewisse Ähnlichkeit mit Poe hat? Edgar Allan Poe. Außer, dass Poe, glaube ich, einen Schnauzbart getragen hat. Oder George Washington. Das könnte auch George Washington sein. Was hat er getan? Na, natürlich, hier wieder der kleine Schniepsel. Ach, Mann, macht doch die Tür nicht zu. Ein... Keine Ahnung, was? Das kann ich echt schlecht erkennen. Da, bei dem muss ich jetzt irgendwie an Der Name der Rose denken, den Film. An den einen Schauspieler, den einen Mönch, der da gespielt hat. Der hat ja auch immer so gegrinst. Ja, hey, ein... Yay, we got a key. Und dann mal wieder so ein Schmiergemälde. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit. Okay, Hauttransplantat? Hat doch nicht... Wir hatten ja in der letzten Folge das mit der Haut. Der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dieses vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben,
um einen möglichst positiven Ausgang für ihre Frau zu erreichen. Okay. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben sie ein Recht auf ihre eigene Meinung und ich kann ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Okay. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformation mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med William H. Green. Okay. Das, ja. Klavier. Wir hören ein Klavier. Klavier? Das wird wohl ein Bild auch von uns, was wir von unserer Frau gemalt haben, wie sie Klavier spielt, sein. Ja, das da nehme ich mir noch nicht hin, wollte erst gucken, nicht, dass hier noch irgendwas anderes ist und ich dann irgendeinen kleinen Schocker oder was kriege. Schönes Klavierspiel. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Ja, Stimme ölen. Okay. Also richtig geraten und angesenkte Noten. Da kommen wir. Oh. Oh. Hehe. Oh, da haben wir noch nicht reingeguckt. Nein. Die Musik wird schlagartig bedrohlich, ja? Oh, die Tür geht sogar auf. Wir kommen darauf und scheinen auf den Dachboden. Das ist cool. Auch haben wollen, auch haben wollen. Nichts drin, was wir rausnehmen können? Nichts drin. Na, okay. Schönes Bild. Abgeschlossen. Sehr schönes Bild. Ja, wir müssen die Sekunden voll kriegen. Hallo Feuer. Warum hat die ganze Zeit auch mit den Feuermäusen und was er so alles hatte? Da fragt man sich. Und seine Frau ist also verletzt. Anscheinend schwer sogar, wenn es um Hauttransplantation geht. Verbrennungen? Oh. Hier sehen wir soweit nichts. Ich sehe gar nichts. Der hellen, leuchtenden Kugel links von mir sei Dank. Spielt er mit ferngesteuerten Autos oder was? Falsches Jahrhundert! Und warum? Warum war da jetzt bitte ein Baby in der Truhe, auch wenn es so eine Puppe war? Und ja, natürlich wieder der Wein. Ah, irgendwie sitzt die Kopfhörer heute nicht richtig. Kurz mal zurechtrücken. So. Ich finde das schrecklich, wenn die nicht richtig sitzen. Das macht mich ganz irre und kirre. Und ja. Der Suff reibt den Künstler auf. Hallo? Anybody love somebody?
Wow, eine Ratte! Wir haben eine Ratte gesehen. Da ist wieder nichts drin. Außer Rattenfallen. Außer nichts. Ah. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Das auf jeden Fall. Ausdrucksloser Blick starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit, nicht bekannt. Unübliche Gestik und Körperhaltung, schon immer gehabt. Unfähig, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv. Depersonalisation, was soll das überhaupt bedeuten? Ja, gute Frage. Vielleicht, dass man nicht mehr... Also ich, das Wort, muss ich zugeben, habe ich jetzt auch noch nie so gehört. Das müsste ich jetzt auch wirklich gucken, was die genaue Definition ist. Aber ich kann mir vorstellen, was das bedeuten könnte. Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen könnte von Umfallen kommen. Dispersonalisation, wenn ich dran denke, muss ich das auch gleich mal gucken. Aber es würde mich jetzt auch interessieren, was das heißt. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv. Passiv-aggressiv, okay. Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen, keine Ahnung. Ist das unsere Handschrift oder die von unserer Frau? Weil das ist jetzt nämlich die Frage. Hat er vielleicht Selbsttest für sich selbst gemacht? Wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich. Hat die Frau einen gemacht für ihn oder er für seine Frau? Verzwickt. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Da ist wieder nichts. Okay, den Raum können wir aufmachen. Ich will erst gucken, bevor ich hier in irgendwelche Räume reingehe. Weil... Entscheide dich. Wow, das sieht ja eher aus wie bei einem Autor, der irgendwie geartete Probleme hat. Aber es können natürlich auch Noten sein, aber es sind... Nein, das sind Bücher. Da könnten vielleicht Noten drin versteckt sein. Und das sind... von Gemälden. Ja. Schauen wir doch mal in den Raum hier. Hallo Hirsch. Na, natürlich schließt sich wieder die Tür hinter uns, wie durchgeistert. Hallo, du Büste. Hat er Büste gesagt? Nein, Büste. Und putzen. Und überall wieder die Flaschen. Eine Lampe wäre schön. Die Lampe, die... Ah, doch, geht. Ich wollte sagen, die geht nicht. Von hier geht sie nicht. Interessant. Das sieht aus wie so ein Gericht. Ja, möchte die besagte Frau sich noch dazu äußern, dass sie der Hexerei bezichtigen würde? Ich bin unschuldig. Okay, wir packen sie in den Käfig und dann trinken sie. Wenn sie wieder hochkommt durch ihre Magie und das überlebt, dann soll sie sich doch bitte sofort melden zum Hinrichten. Und wenn nicht, dann war es dann doch ein Fehler von unsererseits. Okay... You spin me right round, baby, right round. Yay! Ah! Nochmal. Zack, da unten ist nix. Da ist doch ein Bild! Das sehe ich doch! Gib das Bild her und wieder Orden. Also ich gehe fast echt davon aus, dass er irgendwie im Krieg irgendwo gekämpft hat. Kartoffelkrieg von 1884. Und dabei vielleicht sein Bein verloren hat. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Also so eine Verletzung würde dazu passen und die ganzen Ohren würden halt auch dafür sprechen. Sehr gefährlich und ja, überall Flaschen.
Ist hier noch was? Ist hier eine Lampe noch? Nee. Okay, da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts. Geil! Nimm mich raus! Hier ist auch nichts, da ist nichts. Reichi nothing! War die Tür hier schon immer oder habe ich die echt übersehen? Anscheinend. Obwohl, jetzt bin ich bei dem Spiel auch nicht wundern, wenn sie jetzt auf einmal aufgetaucht ist. Aua! Naja, hat er ein paar von seinen Pullen auf den Kopf gekriegt. Das ist ja vielleicht auch nicht schlimm. Schüttelt das Hirn vielleicht durch und bringt Einsicht. Und wieder dieses Zweigesicht. Nichts. War das erste nicht beim ersten Mal nicht das Geräusch, dass es verschlossen ist und dann geht's doch auf? Hä? Hallo? Könnte ich die anmachen? Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Ist echt schlimm mit der. Danke, Tür zu, bleibst hier drin. Kommst hier nicht mehr raus. Und das wird das immer schlimmer bei diesem Bild? Ich glaube. Und da juckt's auch. Okay. Da ist also nichts, da ist nichts. Das ist gerade echt schwierig, weil, wie gesagt, ich sehe nichts so super viel, wie ich gerne sehen wollen würde. Also da ist nichts. Strick. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Aber schönes Haus. So allgemein. Oh. Na, schade, es ist nichts. Ich habe gedacht, ein Taschentuch oder eine kleine Tabakdose oder irgendwas. Yay! Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Oh, na. Och, nö, ne? Ich muss jetzt nicht ernsthaft in den Spiegel hinein, Leute. Muss das denn sein? Halt, wir sind jetzt in der Spiegelwelt. Andersrum drehen. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Alter, ja, sieht gut aus, ne? Und da sind Streichhölzer, davor ist eine Tabakdose. Ein Hund? Ein Hotdog? Ne, obwohl ich sag's lieber nicht so laut, nachher wird der Hund hier wirklich noch gegrillt. Klingt sehr sympathisch. Warum hab ich nochmal was von Hotdog gesagt? Oh, wie fies, wie mies und gemein. Na komm. Nichts wirklich da drin. Nichts weiter.